Einen frohen Release-Tag zu Pokémon 151 wünsche ich euch. Aufmachung richtig, richtig gut von der ETB. Das Objekt der Begierde. 9 Booster für uns. Das zweite Objekt der Begierde, die Promokarte mit Relaxo. Wie es da im Weg liegt, wie in den Spielen einfach den Weg versperrt und vor sich hinschnarcht. Schlicht gehalten im Design, aber tolle Sleeves. Unsere Würfel, transparent, sehr nice. Die Kartentrenner. Oh, ein Papierbooklet. Wir schauen mal kurz ins Set rein. Ich zeige euch dann gerne meine Chase-Karten. Die Pikachu ist definitiv die Chase-Karte schlechthin. Aber wir wollen auch nicht das Glurak vergessen. Die dritten Karten der Entwicklungsreihen. Und die Highlights haben wir hier rechts. Allen voran Simsala, Zapdos, Erika, Giovanni und unsere drei Goldkarten aus dem Set. Wir starten mit Tangela, Grimer, Psyduck, Ekans, Omanyte, Tauros, Kadabra, endlich ist es wieder da. Reverse Nummer 1, Parasect, sehen wir den ersten Hit, ein Vulcano und Garados in Holo. Die Psychoenergie. Nein, die Unlicht, aber direkt mit diesem richtig geilen Holo-Pattern-Effekt. Wie viele Swirls haben wir denn, meine Güte? Wir haben hier einen, wir haben hier einen Swirl. Richtig, richtig geil. Also die Energiekarten, die feiere ich hart. Ich bin auch sehr gespannt, wie die ETB hier gönnt. Ich habe schon ein, zwei Openings gesehen. Es soll auch richtig ETBs geben, die total broken sind, wo richtig viele krasse Hits rauskommen. Goldini, Mashok und die erste Hitkarte, ein Kangama EX, Freunde. Richtig nice. Und haben wir wieder eine coole Energie? Nein, eine normale Basisenergie. Es wäre natürlich ein absoluter Traum, wenn man hier jetzt schon... Oh, das wird nur richtig genial, wie es durch die Stadt schleicht nachts mit seinem Pendel. Richtig genial, wenn man hier jetzt schon ein oder zwei Chase-Karten ziehen würde. Smetbo, Traumato und ein Dodri. Eine normale Elektroenergie. Es gibt auch in diesem Set jetzt erstmals Godpacks, naja, halbe Godpacks, wo man dann komplette Entwicklungsreihen als Illustration Rare Karte dann ziehen kann. Sprich, man hat Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor in einem Booster drin. Sehr schön, die Feuerenergie. Wie viele Swirls haben wir? Wir haben hier unten definitiv einen, aber einen richtig, richtig guten. Wenn ihr einen zweiten seht, schreibt es nochmal bitte in die Kommentare. Lassen wir uns mal überraschen, ob wir denn auch in den Genuss von so einem Godpack kommen. Soll recht selten sein. Ich habe jetzt noch keinen so gesehen im deutschen Bereich, der eins gezogen hat. Myrapla. Das Gengar in Reverse. Die sieht auch als reguläre Holokarte, sieht die schon richtig, richtig gut aus. Sehr schönes Design. Und haben wir noch einen Hit? Nein, ein Elektroball. Und die nächste Energie, meine Güte. Die Psycho, richtig, richtig schick. 4 Booster haben wir noch, Freunde. Bisher nur die Kangama EX aus der ETB. Oh, sehr schön, Pikachu. Die Frage ist natürlich, gibt's hier noch ein Alola Kokowai? Das gibt's. Und gibt's noch weitere schöne Hits? Macholo. Garados Reverse und ein Chanera mit einem Kleeblatt, eine normale Energie. Weiter geht's mit einem randstürmenden Dodu. Tentacha, ein Radfratz, das Shiggy, sehen wir auch das erste Mal. Parasect, Giovannis Charisma, Austos. Pinsir ist Reverse Nummer 1. Kommt jetzt Hit Nummer 2. Ja, Hit trifft's richtig. Kikli und Kabutops als Holo.
meine Güte, die Energien heute, die kommen aber. Zwei Booster verbleiben noch. Ansonsten trifft das mal wieder zu, wie so oft, dass wir die richtig geilsten ETBs haben. Nebulak, Paras, Voltorbal, Kikli, Shillock, das Hypno, Alpollo, Nidoran, Dragoran als Holo. Aber schöne Karte, auch wenn es eine Holo ist, sehr schön. Und eine Elektroenergie. Vielleicht eine Last Pack Magic, wie im letzten Video. Wer es verpasst hat, unbedingt anschauen. Zu genial, 20 Booster und die haben richtig, richtig heftig gegönnt. So, aber sind gespannt. Gibt es jetzt noch etwas? Ein Razzap. Bills Transfer und ein B-Boy. Eieiei, geilste ETB. Und die Psycho-Energie. Dann hat die ETB richtig mit Kangama gerockt und den 4 Energien. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Opening.